Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Und ich will jetzt mit Konstantin Funkschlag mal reden. Na, wenn das mal nicht unser Wunderkind ist. Ja, Lishari hat das Ritual an mir vollzogen. Es gab Schwierigkeiten in Reschengrad. Ich weiß, sie hat mir schon alles erzählt. Gute Arbeit. Auch wenn mir ein Teil ihres Berichts ein wenig überschwänglich erscheint. Aber gut. Das soll der alte Arantial beurteilen. Er will euch nämlich ohnehin sprechen, weil ihr sein Interesse geweckt habt. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich weiterhin das Ganze verwoben werden will. Woran auch immer ihr da forscht. Gut, wo kann ich ihn finden? Wer ist denn nun dieser Arantial eigentlich genau? Hab ich doch gesagt. Der hochverehrte heilige Großmeister dieses Ordens. Gut, wo kann ich ihn finden? Im Emporium. Das ist das letzte Gebäude auf der linken Seite des Tempels. Sagt einfach der Wache, dass Arantial nach euch verlangt und sie wird euch hineinlassen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Madame hat euch etwas als Dankeschön hinterlassen. Ihr sollt selbst wählen. Es gibt ein Buch, eine alte Karte oder einen Beutel Groschen. Was davon wollt ihr? Das Buch, 2 Lernpunkte. Die Karte sieht gut aus, die Schatzkarte nehmen. Wir nehmen die Schatzkarte. Dann mal hopp. Wir sprechen uns später. Die Schatzkarte? Warte mal. Schatzkarte? Ark Tempel. Hier Ark, dann ist hier irgendwo ein Tempel. Und dann hier ist irgendwo ein Schatz versteckt. Da müssen wir hin. So, jetzt erstmal irgendwie den Weg hier wieder zurückfinden. Dies ist heiliger Boden, Fremdländer. Ihr gehört nicht hierher. Hä? Ich bin hier gefordert worden, hallo? Was? Ich sollte hier Quests machen, hallo? Was haben die für Probleme mit mir? Gehen wir mal dahin. Emporium. So, okay, wo haben wir Arantial? Das ist ein Verdacht, Thealor. Und auf einen Verdacht hin, eine ganze Division unserer besten Männer übers Meer zu schicken, ist Irrsinn. Wir müssen herausfinden, wer die Söldner geschickt hat. Daran führt kein Weg vorbei. Diese Pegast meinte, sie haben es auf den Siegelstein abgesehen. Und wenn es ihnen beim nächsten Mal gelingt, dann weiß der schwarze Wächter, wie wir den Zyklus noch aufhalten sollen. Den Zyklus? Wenn man dir zuhört, vergisst man gleich, dass dieser ganze Zirkus hier nur stattfindet, weil du und deine nerimesischen Freunde schlechte Träume hatten. Die Bedrohung ist real. Streite es ab, so viel du willst. Aber tief in dir spürst du das genauso sehr wie ich. Selbst wenn das so wäre, ein Feldherr interessiert sich für Fakten, nicht für Gefühle. Diesen Fehler hast du schon einmal gemacht, Thealor, damals in Kyra. Und wir alle wissen... Die Mission findet statt. Es tut mir leid. Du hast Besuch. Ihr seid also das Wunderkind, von dem alle sprechen. Interessant. Wer spricht denn alles von mir? Ich bin Thealor Arantial, Sohn Lorios des Ersten und Großmeister des Ordens. Und es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Wie nennt ihr euch? Ich bin die liebe Lucy, ihr wolltet mich sehen. Ja, und ich werde gleich zum Punkt kommen. Ihr seid hier, weil ich glaube, dass ihr besonders seid. Und weil die Menschheit vor einer Bedrohung steht, bei deren Bekämpfung ihr unverzichtbar seid. Ihr meint den roten Wahnsinn? Unter anderem, ja. Ich muss euch nicht erklären, dass die Lage auf Wind derzeit chaotisch ist. Die Kriege, die lebenden Toten... Gewöhnliche Menschen, die plötzlich den Verstand verlieren, um mal das Offensichtlichste zu nennen. Was kaum jemand aber weiß, ist, dass etwas diese Ereignisse verbindet. Ihr aber habt dieses Etwas gesehen, genau wie ich. Habe ich das? Die Vision? Dann heißt das, ihr wisst, was sie zu bedeuten haben? Was hier passiert? Ja, und ich werde euch alles erklären, was es ist, wer wir sind und eure Rolle in all dem. Kommt, gehen wir hinaus. Vielleicht wisst ihr bereits, wer ich bin. Ich stand mein Leben lang im Dienst der Götter, die bis vor ihrem Tod vor 2 Jahren Wind beherrschten.
Was ihr aber wohl nicht wisst, ist, dass derjenige, der ihren Tod wesentlich mit zu verantworten hat, mein Sohn ist. Narazul Arantheal. Er hasste die Lichtgeborenen, weil sie seiner Meinung nach den Menschen ihr Recht auf Freiheit raubten. Und deshalb wollte er sie stürzen. Er fand Anhänger, scharte eine Armee um sich und erklärte ihnen, und damit auch mir als Diener der Lichtgeborenen, den Krieg. Das Ganze gipfelte vor jetzt 30 Jahren in einer Schlacht, die Narazul gewann. Er tötete jeden Überlebenden, bis auf mich, und sperrte mich in ein Verlies auf Nerim. Warum genau er das tat, weiß ich bis heute nicht. Aber ihr habt euch aus der Gefangenschaft gesagt, wenn Narazul euer Sohn war, woher kam sein Hass auf die Götter? Es gab Umstände, die diese Entwicklung begünstigt haben, sagen wir es so. Aber das ist eine lange Geschichte und keine, die wir hier und jetzt besprechen werden. Okay, wenn sogar der Orden der Götter den Tod der Lichtgeborenen anerkennt, wieso wissen so viele Leute nicht davon, gerade hier? Weil Stabilität momentan das höchste Gut ist, vor allem in Anbetracht dessen, was uns bevorsteht. Auf Kile oder Kyra haben die Herrscher den Fehler gemacht und den Tod der Götter anerkannt. Und die Bürgerkriege dort haben gezeigt, was für ein Chaos eine solche Offenbarung mit sich bringt. Enderal ist die Wiege des Götterordens, der Inbegriff der Theokratie. Was passieren würde, wenn wir als Orden die Gerüchte bestätigen würden, wäre unerdenklich. Ich bin mir sicher, ihr versteht das. Was nach all dem hier kommt, ist offen. Aber für den Moment müssen wir alles in dieser Richtung dementieren. Okay, aber ihr habt euch aus der Gefangenschaft befreit. Nach mehr als 30 Jahren, ja. Weil mit dem Tod der Götter auch die Magie des Kerkers verschwand. Und während meiner Flucht durch die Nordberge Nerims hatte ich sie auch das erste Mal. Die Träume. Die Träume? Also die Vision? Ich sah immer wieder dasselbe, dieses grelle, furchtbare Licht und hatte das Gefühl zu verbrennen. Und darüber, wie eine Art Schleier, lag das Wissen, dass uns etwas bevorsteht. Am Anfang tat ich das natürlich als Hirngespinste eines Verhungernden ab und konzentrierte mich darauf zu überleben, aber ich scheiterte. Habt ihr denn überlebt? 2 Tage nach meinem Ausbruch war meine Kraft erschöpft und ich wäre gestorben, wenn mich nicht ein ehemaliger Gefolgsmann meines Sohnes gefunden hätte. Ein Gefolgsmann eures Sohnes? Wart ihr damit nicht Feinde? Waren wir, ja. Aber er erkannte mich nicht und brachte mich zu ihrem Stützpunkt, ein altes Kloster in den Bergen. Die anderen wussten zwar, wer ich war, aber trotzdem töteten sie mich nicht, warum auch immer. Vielleicht, weil ich als Feldherr der Lichtgeborenen in ihren Augen mit ihrem Tod ohnehin bedeutungslos geworden war. Ich weiß es nicht. Was aber selbst als ich mich erholte blieb, waren die Träume. Anfangs behielt ich es für mich, aber irgendwann begann ich an meinem Verstand zu zweifeln und erzählte ihrem obersten Magier Konstantin davon. Der sagte etwas, womit ich nie gerechnet hatte. Ich war nicht allein. Sowohl er selbst als auch viele andere magiebegabte Menschen auf Wien hatten dieselben Träume. Und je mehr wir uns über dieses Phänomen unterhielten, desto mehr bekamen wir eine Ahnung, die sich mittlerweile bewahrheitet hat. Okay, wo? Die Träume kommen von demselben Ort. Sie sind eine geteilte Erinnerung. Eine geteilte Erinnerung? Ihr meint, sie kommen aus einer Art, was einem gemeinsamen Gedächtnis? Ein kollektives Unterbewusstsein, ja. Ich weiß, dass ihr es auch fühlt und anders als wir. Und genau wie ihr jetzt noch, wussten wir die Bilder damals nicht zu deuten. Weshalb wir uns auf die Suche nach Antworten machten, in den Überresten der Zivilisation, die vor der unseren existierte, die Pyräer. Und je mehr wir forschten, desto mehr begannen wir zu verstehen. Und was habt ihr herausgefunden? 3 Dinge. Erstens, es gab etliche Zivilisationen vor uns und vor den Pyräern, vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende. Zweitens, die Geschichte jeder dieser Zivilisationen folgte einem Muster. Sie entstanden, sie erblühten. Und irgendwann, auf dem Höhepunkt ihres Seins, verschwanden sie einfach, spurlos. Und drittens, dieses Verschwinden steht uns bevor. Alles, was in den letzten Jahren passiert ist und immer noch passiert, ist das erste Anzeichen dafür.
Wir sind Teil eines ewigen Kreislaufs, eines Zyklus. Und unserer nähert sich dem Ende. Hunderte Propheten haben das Ende der Welt vorhergesagt und nie ist es eingetreten? Ist das nicht etwas weit hergeholt? Es gibt sicher andere Erklärungen für all das. In anderen Worten, das Ende der Welt steht bevor. Was gibt's unter mehr? Ein Muster? Ihr meint, die Chroniken jeder Zivilisation sind identisch? Da hat was ihm gefehlt. Oh, die Musik gerade. Dann ist das eure Erklärung für diesen roten Wahnsinn? Die Kriege? Ja, sie leiten den Anfang vom Ende ein. Und ein Muster? Ihr meint, die Chroniken jeder Zivilisation sind identisch? Nicht identisch. Doch man kann sie in Etappen unterteilen, die sich stets in der gleichen Art wiederholen. Da fehlt wieder was. Also in anderen Worten, das Ende der Welt steht bevor. Anfangs hielten wir das Ganze für so abstrus wie ihr vermutlich gerade. Aber irgendwann konnten wir die Augen nicht mehr verschließen. Wir begannen, die Geschichte der Pyrrha ausführlicher zu studieren und die Parallelen waren erstaunlich. Auch das Pyrrhäische Reich wurde früh in seiner Zeit von einer Katastrophe geteilt, so wie Vin vom Sternenfall geteilt wurde. Und auch die Pyrrhäer hatten eine herrschende Kaste, die sich nach dieser Katastrophe zu Göttern erklärten und lange Zeit herrschten, bis sie irgendwann gestürzt wurden. Und dann urplötzlich ein Schnitt. Die Pyrrhäer hörten auf zu existieren. Sie wussten, dass es ihnen bevorstand, aber sie konnten es nicht abhalten. Die Pyrrhäer nannten dieses Ereignis die Läuterung. Wenn die Pyrrhäer wussten, was ihnen drohte, warum haben sie nichts dagegen unternommen? Wie zum Henker kann eine ganze Zivilisation einfach verschwinden? Das frage ich mich wirklich. Das ist die Frage, auf die wir die Antwort finden müssen. Es war kein gewaltsames Ende wie durch eine Naturkatastrophe oder eine magische Explosion. Zwar herrschte im Pyrrhäischen Reich vor dem Untergang Krieg, aber als die Läuterung kam, war es, als wären alle Menschen plötzlich umgefallen und gestorben. Es ist gespenstisch. Wenn die Pyrrhäer wussten, was ihnen drohte, warum haben sie nichts dagegen unternommen? Vielleicht haben sie zu spät davon erfahren. Oder vielleicht waren sie zu schwach. Wir wissen es nicht. Okay, und wo komme ich nun ins Spiel? Woher kommen meine plötzlichen Kräfte, die Vision? Das ist der Punkt, warum wir eure Hilfe brauchen. Es sind nicht nur bestimmte Etappen in der Geschichte, die sich in jedem Zyklus wiederholen. Es sind auch Persönlichkeiten. Persönlichkeiten wiederholen sich? Ja. Die Pyrrhäer nannten sie Boten. Kurz bevor die Läuterung bevorsteht, erscheinen sie wie ein Naturgesetz, eine Art Antwort auf den roten Wahnsinn. Ich bin einer davon, genau wie ihr. Und während ich die Rolle des Herrschers erfülle, fällt euch die Rolle der Prophetin zu. Ich soll ein Prophet sein? Es klingt skurril, ich weiß. Aber es ist die Wahrheit. Eure Geschichte deckt sich perfekt mit den Beschreibungen. Und all das, der Zyklus, diese Läuterung, die sind der Grund dafür, dass euch Narazuls ehemalige Magier begleitet haben? Funkenschlag, Pegasus und die anderen? Ja, ehemalige Feinde oder nicht. Beide Seiten haben das Ausmaß dessen begriffen, was uns droht. Und das magische Wissen Narazuls ehemaliger Magier ist immens. Genau wie die Manneskraft des Heiligen Ordens. Auch wenn nicht jeder der Hüter das so sieht. Und warum sollte ausgerechnet ich einer dieser Boten sein? Ich weiß es nicht. Der Magier Funkenschlag hat mir eure Geschichte erzählt. Und so tragisch euer Schicksal auch ist, anders als ich wart ihr vor eurer Wandlung unbedeutsam. Vielleicht kann es also jeden treffen. Vielleicht aber haben wir das Muster, nach dem die Boten gewählt werden, einfach noch nicht verstanden. Wenn ich eine Rolle spiele, heißt das, irgendetwas kontrolliert mich? Uns? Nein, wie ich bereits sagte, die Boten erscheinen schlicht und einfach mit dem Anfang des Endes, wie Figuren auf dem Schachbrett. Was uns ausmacht, sind Fähigkeiten. Wie und für was wir sie einsetzen, ob wir scheitern oder siegen, das liegt bei uns. Und was bedeutet das nun für mich? Was macht diesen Propheten aus? Zum einen eure Macht. Ihr tragt das Potenzial in euch, jede Fähigkeit in einem Bruchteil der Zeit zu meistern, die man gewöhnlicherweise benötigen würde. Das habt ihr selbst wohl schon bemerkt. Und zum anderen eure Fähigkeit, in die Vergangenheit zu blicken. Und damit
in die Zukunft. In die Vergangenheit und damit in die Zukunft? Wie meint ihr das? Eure Visionen sind ein Fenster zur Vergangenheit. Und dadurch, dass jeder Zyklus durch dieselben Ereignisse geprägt ist, auch in die Zukunft. Ihr seht, was geschehen ist und damit, was wieder passieren wird. Diese Gabe macht euch für uns unverzichtbar. Und deshalb will ich eure Hilfe. Und wenn mich all das nicht interessiert, was lässt euch glauben, dass wir diesen Zyklus überwinden können, wenn hunderte Zivilisationen vor uns daran gescheitert sind? Das ist die falsche Frage. Die richtige ist, welche Alternative wir haben. Warten und sterben? Und wenn mich all das nicht interessiert? Hohle Worte. Ihr wisst, dass es das einzig Richtige ist, egal wie sehr ihr euch das Gegenteil einredet. Wir beide ähneln uns mehr, als ihr glaubt. Okay. Und was habe ich davon, euch zu helfen? Wenn es Reichtum und Macht ist, was ihr sucht, dann sollt ihr es haben. Der Orden hat von beidem genug. Auch wenn mich diese Frage enttäuscht. Das kann ich nicht aus dem Bauch heraus entscheiden. Gebt mir Zeit. Na gut, wenn ich irgendwie helfen kann, dann werde ich das tun. Gibt's noch mehr? Ne. Gut. Das wollte ich hören. Eines gibt es aber noch, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Ich will, dass ihr unserem Orden beitretet. Und damit ihr das könnt, müsst ihr eine Prüfung ablegen. Eurem Orden beitreten? Ist das wirklich nötig? Ja. Ganz egal, was ihr von unserer Geschichte haltet. Wir sind der einzige Bund, der die Kraft hat, dem Zyklus entgegenzustehen. Und wenn ihr Teil unserer Mission werden wollt, müsst ihr vollen Zugriff auf unser Wissen und unsere Ressourcen haben. Es wird schon so genügend Stimmen im Orden geben, die gegen euren Beitritt genauso revoltieren werden, wie gegen die Anwesenheit der nerimesischen Magier. Seht es also als Ehre oder Notwendigkeit. Es liegt bei euch. Wissen und so weiter, nehme ich gerne. Was ist das für eine Prüfung? Es ist die Prüfung, die von den Novizen absolviert werden muss, wenn sie zum Hüter erhoben werden wollen. Nur die Besten der Klosterschule bekommen überhaupt eine Chance. Und obwohl ihr kein Noviziat durchlaufen habt, will ich, dass ihr an der Prüfung teilnehmt. Jetzt gerade sind zwei Novizen zum Ritualplatz unterwegs. Ich habe sie bereits von eurem Kommen unterrichtet. Gut, wer sind diese beiden anderen Novizen? Stehen runter. Ihr habt sie bereits informiert. Wo wusstet ihr, dass ich zusagen würde? Ein Gefühl. Belassen wir es dabei. Gut, wer sind diese beiden? Ich kenne sie nur flüchtig, aber beide sind ungewöhnlich talentiert und haben hart für die Prüfung trainiert. Aber macht euch euer eigenes Bild. In Ordnung, wo finde ich die Gruppe? An der Grenze des Herzlandes, die zum Flüsterwald führt. Sie warten dort auf euch. Nehmt einfach den Myraden dorthin, sprecht mit Siegelmeister Bartar und gebt ihm dieses Päckchen. Und dann folgt seinen Anweisungen. Ah, und eines noch. Es ist selbstverständlich, aber behaltet euer Wissen um den Tod der Lichtgeborenen für euch. Nicht, dass ihr damit ernsthaft Schaden anrichten könntet, aber im schlimmsten Fall werden euch wegestreue Menschen für einen Heretiker halten. Wenn der Zyklus aufgehalten ist, werden wir beraten, wie wir damit umgehen. Ob und wann wir es den Menschen sagen. Aber jetzt nicht, das steht fest. Nun geht. Je eher wir diese Formalität erledigt haben, desto besser. Teil von etwas bedeutsam, Teil 1. Und Teil von etwas bedeutsam, Teil 2. Siegelführer Jurek Bartar und die beiden Novizen an der Grenze des Herzlands treffen. Sind aber Stufe 2 Dinger. Hier, die, links. Der Händler erzählte mir von einem Magier, die Entropie-Elementarismus zugleich einsetzte. Der reisende Händler erzählte mir von einem plattegerüsteten Krieger, der zwei Kurzschwerter im Kampf einsetzte. Der Wanderer erzählte von einem nerimesischen Feuerspucker, der das Bogenschießen mit schmutzigen Tricks verband. Wenn ich in Endrads Wildnis überleben will, muss ich meine Fähigkeiten ausbauen. Vielleicht kann ich in Bibliotheken, Ruinen oder durch Gespräche hilfreiche Hinweise erhalten. Ich würde da gerne mehr was wissen. Teile und herrsche. Silas Behausung nach Hinweisen zu Milberts Verschwinden und suchen. Blut und Staub. Mit Rascher sprechen, wenn die Kämpfe bereit sind.
die Karawane finden. Ich würde lieber erstmal hier die Gegend weiter erforschen. Und vielleicht ein paar Skillpunkte nochmal sammeln oder so. Bevor ich mit der Hauptquest weitermache. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Die Disziplinhüter verbessert euren Umgang mit schweren Rüstungen und Schilden und lehrt euch nützliche. Okay. Madame de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Naja, scheinbar ist der Großmeister ja ganz begeistert von euch. Fremdländer und Wegelose im Tempel scheinen ja neuerdings in Mode zu sein. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Ja, es tut mir leid. So. Ja. Ah. Na, sieh mal einer an. Wie kann ich euch helfen? Wie seid ihr eigentlich zu Narazul? Na, sowas. Jemand, der sich für etwas anderes interessiert als unser Wissen über die Pyrea. Aber ihr habt Glück, ich bin derzeit wirklich in Gesprächslaune und hätte auch das ein oder andere, was ich gern über euch wissen würde. Wartet mal einen Augenblick. Arazialischer Brandwein, Jahrgang 8214. Was sagt ihr? Ein Glas und ein gutes Gespräch? Gerne doch. Dann kommt mit. Wenn ich das so höre, bereue ich keinen Augenblick, dass ich nie nach Ostian zurückgekehrt bin. Auch wenn der Gedanke manchmal da war. Ach, ihr stammt aus Ostian? Ich dachte, ihr wärt eine Skara. Zumindest seht ihr so aus. Na sowas. Jemand, der es mir direkt ins Gesicht sagt. Ja, ihr habt recht. Ich hab skaraksches Blut in mir. Auch wenn es im Vergleich dazu, wie sehr man es mir noch ansieht, ziemlich wenig ist. Mein Großvater. Er diente in der Marine des Südreichs. Und eines Tages haben sie ein skaraksches Plünderschiff besiegt und die Skarak drauf gefangen genommen. Einige davon waren Frauen. Er hat sich in eine verliebt, sie befreit und... Naja, den Rest könnt ihr euch denken. Aber um eure eigentliche Frage zu beantworten... Ja, meine Familie stammt ursprünglich aus Ostian. Allerdings bin ich vor 10 Jahren von dort geflohen. Die richtige Wahl, wie ich euch vermutlich nicht zu erzählen brauche. Der Schöpfertempel war immer ein Haufen fanatischer Arschkekse. Aber Hohepriester Jagal hat dem Wort radikal eine ganz neue Bedeutung gegeben. Wisst ihr noch mehr über eure Großmutter? Eines Karak und einen Nerimese? Ungewöhnlich. Naja, das ein oder andere Mal ist das sicher schon passiert. Und nein, ich weiß nichts über sie. Nur, dass sie meine Mutter gebärt hat und 2 Jahre danach wieder zurück auf die Inseln geflohen ist. Ihr hättet sehen sollen, wie die Leute immer auf mich und meine Mutter reagiert haben. Selbst als 7-jähriges Mädchen haben sie sich verhalten, als hätten sie erwartet, dass ich im nächsten Moment eine Totenschädelkette auspacke und alles verfluche, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Die Ideologie des Schöpfers ist brutal. Wer darauf sein Leben aufbaut, macht sich zu einem Pulverfass. Gib einem Menschen zu viel Macht und er verliert den Bezug zur Realität. So war es schon immer. Vielleicht. Krieger des Schöpfers. Kampf gegen die Ungläubigen. Die Kinder des Schöpfers versuchten ja gar nicht mehr zu vertuschen, wie verdammt radikal ihre Ideologie eigentlich war. Und trotzdem, die Rekruten rannten ihnen die Türen ein, ganz versessen darauf, endlich Ungläubige töten gehen zu können. Aber hey, ich schätze, das ist der Reiz von Religion. Denk nicht selbst nach, lass dir von jemand anderem sagen, was richtig und was falsch ist. Das war es zumindest, wie sie meinen Bruder ranbekommen haben. Ihr habt einen Bruder? Hatte. Er war ungefähr 15 Jahre älter als ich und schon immer etwas geplagt. Rakul, das war sein Name. Wisst ihr, meine Familie war sehr wohlhabend, bevor wir geflohen sind. Tuchhändler für Generationen, die besten in Ostian. Ich schätze, deshalb hatte mein Vater auch so hohe Erwartungen an Rakul als einzigen Sohn. Ich als Frau schied ja als Nachfolgerin aus. Aber Rakul, er war einfach nicht dafür geschaffen, wisst ihr? Er war schüchtern und introvertiert. Und mit Geld konnte er sowieso nicht umgehen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie oft mein Vater ihm gesagt hat, dass er eine Schande für die Familie sei.
Und dann ist er dem Schöpfertempel beigetreten, hat zum Glauben gefunden. Wenn ihr es so nennen wollt. Rückblickend glaube ich, dass der Tempel ihm nur das gegeben hat, was Vater ihm konsequent verweigert hat. Eine Perspektive. Und das Gefühl, gebraucht zu werden. Nach seinem Beitritt hat er fast den ganzen Tag im Tempel verbracht und kannte alle heiligen Schriften und alle Verkündigungen des Schöpfers auswendig. Tja. Und eines Tages hat er verkündet, dass ihm die Messe allein nicht mehr reichen würde. Er wollte den Maskierten beitreten. Den Kriegern des Schöpfers. Klingt für mich, als hätte euer Vater in seiner Rolle grandios versagt. Nun, wer auch immer ihn missioniert hat, hat ganz abgegleist. Er hat ihm erzählt, was er hören wollte und ihn in ein Werkzeug verwandelt. Ich weiß da jetzt nicht, was ich sagen soll. Ich würde vielleicht eher das hier machen. Quatsch! Mein Bruder war doch nicht der einzige junge Mann mit einer schweren Kindheit. Das entschuldigt gar nichts. Natürlich. Mein Vater war nicht ganz unbeteiligt. Aber die wahren Schuldigen waren diese Bastarde, die sich Prediger nannten. Sie nutzten die Verwundbarkeit von Menschen wie Rakul schamlos aus und indoktrinierten sie mit ihrer beschissenen Ideologie. Und wenn das erstmal getan ist, senden sie sie in den Kampf für irgendwelche heiligen Kriege. In anderen Worten, ihre eigenen Interessen. Wie Figuren auf dem Schachbrett. Und wenn sie sterben, kein Problem. Dann nennen sie es eine verdammte Ehre. Es tut mir leid, Madame. Euer jüngster Sohn ist gerade gestorben. Aber keine Sorge, er ist jetzt an einem besseren Ort und isst Weintrauben mit Honig. Welch ein Trost, nicht wahr? Wo wir schon dabei sind, habt ihr irgendwelche anderen vernachlässigten Kinder für uns? Wir brauchen neues Material. Ich hasse diese Bastarde. Ich hasse sie so sehr. Dann liege ich richtig in der Vermutung, dass euer Bruder im Kampf gefallen ist? Für den Schöpfertempel? Falsch. Er wurde niedergemetzelt. In Stücke gehackt von Kanzler Baratheons Kavallerie. Das war vor den Friedensverträgen. Ich würde mich wundern, wenn diese Mistkerle ihm gezeigt haben, mit welchem Ende der Lanze man zusticht, bevor sie ihn in die Schlacht geschickt haben. Aber naja. Ich schätze, das klärt die Frage, wie ich in Narazuls Ohren gelandet bin, oder? Ich war es leid zu sehen, wie Menschen Religion für ihre eigene Machtgier missbrauchen. Der Schöpfer, die Lichtgeborenen, der große Geist. Dieselbe Scheiße anders verpackt. Und wisst ihr was? Ganz egal, wie viel Chaos der Tod der Lichtgeborenen ausgelöst hat. Ich bereue es nicht, ein Teil davon gewesen zu sein. Nicht im geringsten. Ihr wart also dabei, als Narazuls Orden den Tempel stürmte und Jagal tötete? Ja. Und es war ein verdammt schöner Anblick, als ihr brennender Tempel die Nacht erleuchtet hat. Es war das Richtige. Naja. Ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt, in Ordnung. Es war ein gutes Gespräch, aber ich muss mich echt langsam aufs Ohr hauen. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Jo, interessantes Gespräch, Einen guten Tropfen bekommt ihr hier. Interessantes Gespräch? Wo ist denn eigentlich die Musik hin? Silo? Das ist ein Drungbold, okay. Haben wir hier noch wen? Gerrill? Woher stammt ihr? Na, da ist ja jemand direkt. Die meisten Leute trauen sich gar nicht zu fragen. Ich bin Halbkyraner, wie ihr euch sicherlich schon gedacht habt, aber ich bin hier aufgewachsen. Und ihr? Ihr habt auch etwas Fremdländisches an euch, wenn ich das so sagen darf? Dürft ihr. Ich bin Nerimese, kürzlich hier gegangen. Ah, Nerim. Sieht man hier nicht gerade häufig die Tage. Ich würde ja fragen, was euch hierher verschlagen hat, aber leider zieht mir der ehrenwerte Wirt dort drüben jede Minute, die ich nicht spiele, von meiner Bezahlung ab. Andermal vielleicht, in Ordnung? Okay. Bitte geht weiter. Tavernengast? Tavernengast? Ja? Bürger? Gibt's hier noch mehr? Zilo wieder? Der Tunken wollte ich. Bürger? Schreitet wo? Belfi Wittgen. Ach, ihr seid doch aus Kile, nicht wahr? Eure Haut, sie ist... Naja, anders. Nichts Neues. Mal fast zum Gruß. Ich möchte was trinken. Ich suche eine Bleibe für die Nacht. Ist noch was frei? Beehrt uns brauchen weiter. Wir nicht.
finde schade, dass jetzt gerade keine Musik spielt. Der kluge Junge und der Weg ist treu. Das wollte ich nicht. Ah! Sie hat hier ihr Zimmer. Okay. Was haben wir hier? Goldener Kelch. 120 ist wert. Öffne Tür, Experte ist doch offen. Ja, ja. Wo ist die Treppe nach unten? Da. Fand ich aber jetzt ein interessantes Gespräch mit ihr. Auch sehr tragisch. Habt ihr aber euch auch verlaufen? Nee, nicht ganz. Ich suche nur den Ausgang. Ja? Da. Ah, Adelsviertel. Ah, okay. Und Jesper ist dann im Marktviertel, glaube ich. Zwischen Unrat und Roten. Wow! Wow! Der ist schon wieder. Immer weiter, immer weiter. So, wir wollten jetzt aber raus aus der Stadt und da mal ein bisschen noch die paar Dungeons machen und so weiter. Und gucken, dass wir vielleicht ihn. Schreitet wohl. Auch ihr schreitet wohl. Madam? So, gehen wir raus. Erstmal ins Fremdenviertel und dann weiter hinaus aus Ark raus. Die Dungeons, Burgen und so weiter, was da alles noch fehlt. Nochmal erkunden. Wie die hier alle jetzt rausgestürmt. Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das Rote Meer überquert. Verkehrer gesehen. So, Herzland. Die Psionik, eine der verrufensten Magieschulen, ermöglicht es ihren Anhängern, den Geist ihrer Feinde zu kontrollieren. Und sie so in... Schreitet wohl! Schreitet auch ihr wohl. Madame? Der Herr? Hm? Da wollte ich lang. Einen Groschen, Madame. Bitte nur ein. Madame? Der Herr? So, wir wollen hier noch ein bisschen erkunden, alles voll machen, fertig machen. Wir dann zum Grenze des Herzlands und hinter das Herzland. Ich glaube, das Herzland ist quasi also Sonnenküste, dann Herzland. Ich glaube, danach führt es mich zum Flüsterwald. Kann das sein? Von den Quests her. Das ist irgendwie schon ein bisschen linear, glaube ich. Das ist jetzt nur eine Vermutung, ich weiß es noch nicht. Ich spiele ja Enderal das erste Mal. Ich habe bei dem Herrn Brom ein bisschen mitbekommen gehabt, so gerade was Anfang des Spiels angeht, was man hier alles machen kann, erleben kann. Aber er war auch relativ schnell mit Enderal fertig. Muss ich auch sagen. Okay, der hat aber auch immer 10 Stunden am Tag gespielt gehabt, glaube ich, so gefühlt. Und ich bin halt noch nicht so weit mit diesen 10 Stunden. So pro Tag. Deswegen kann das bei mir ja noch ein bisschen länger dauern oder so. Vor allem, was ich auch heftig finde, ist irgendwie, dass gerade jetzt viele Gothic-Spieler und so weiter, Gothic-Freunde, Enderal momentan spielen. Danny Kickham zum Beispiel, den habe ich auch gesehen gehabt, dass er jetzt auch gestern, glaube ich, eine Stunde das gespielt hat oder so. Und ich bin ja jetzt schon irgendwie irgendwo bei Folge 20 oder so. Also
Also dann müsst ihr jetzt wahrscheinlich auch wissen, so wann ich hier mit Enderal jetzt heute am Aufnehmen bin. Wenn gestern hier Danny Kickim aufgenommen hatte. Oder hochgeladen hatte. So. Der hat Wolfsklauen. Der hat auch Wolfsklauen. Gönnen wir uns mal ein Krustenbrot. Familiengruft Keldron entdeckt. Ist das eine gute Idee, da reinzugehen? In die Familiengruft? Untote definitiv. Wird es hier geben? Hier schon mal eine Falle. Claymore. Nehmen wir mit. Silberkerzenständer. Noch ein Schädel. Was? Altes Schlachtermesser. Andralea Groschen. Alter Stoff. Skalpell. Kristallhaken. Sarg durchsuchen. So, Groschen nehmen wir mit. Noch ein Groschen. Eisendolch. Groschen. Groschen. Noch ein Groschen. Komm, den Kerzenständer nehmen wir auch mit. Gibt's hier noch mehr? Jo, es geht sogar noch weiter runter, okay. Dann bin ich neugierig, was gibt's denn hier noch? Wahrscheinlich mehr Untote. Ja, höre ich schon. Hi! Pfeile. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Hier geht es sogar noch weiter runter. Warum kommt der da nicht raus? Ah, weil es verschlossen ist. Dann lassen wir ihn mal raus. Komm raus. Jetzt muss es aber Ende sein, ne? So, und wir müssen was voran. Sarg ist leer. Rolle der Wohltat. Morgenlufttrank. Was haben wir denn da? Eisenschild. Schädel. Das nehmen wir mit. Zauberbuch Frostwind Rang 1. Groschen, Groschen. Handwerksbuch, fingerfertige Geselle. So, noch ein Schädel, nehmen wir mit. So, gibt's hier noch was? Alten Stoff.
Hier gibt's Schuhe. Mana-Trank. Und noch ein Magieschutztrank. Der hier ist leer, da ist nichts. Der ist leer. Gibt's hier sonst noch was? Sarg leer. Silberkerzenständer nehmen wir mal mit, können wir verkaufen. Schädel. Noch ein Schädel, perfekt. Für die Schädelsammlung alles. So, nochmal eine Fackel. Was mit ihm? Nix. Okay, gehen wir mal runter. Mal gucken, ob es hier noch mehr gibt. Das war knapp. Ja, kommst du? So. Was passiert, wenn ich jetzt das da schieße? Er ist ja jetzt gelootet. So, das soll jetzt bitte einmal zu Ende brennen. So, ist fertig gebrannt. Urne. Oh, hier gibt's Groschen. Der ist leer. Der ist leer. Der ist leer. Das nehmen wir alles mit. Der ist leer. Granatstein. Urne wieder leer. Noch eine leere Urne. Davon können wir nichts mitnehmen. Da kenne ich noch einer da. Ah, jetzt habe ich die Spitzhacke. Egal. So, was gibt's hier hinten? Gibt's hier niemanden? Ein Kelch, den lassen wir mal. Geht hier aber weiter. Alter, erschreck mich nicht. Verlorener Magier. Der hat mich jetzt aber erschrocken. So, Eisenschwert. Schlüssel der Keldron Group. Stab der kranken Seele. So, dann haben wir hier Geister Schwarzbär rufen. So. 15 Wert. Urne durchsuchen. Rolle der Seelenfalle. So, wofür? Wieder ins Herz an. Okay. Sind wir wieder raus? So schnell? Ach, hier kommen wir raus. Okay. Komm, kleine Krabbe. Wo ist eine große Krabbe? Egal. Willst du auch Stress? Okay, die Gruft haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. So, dann gibt es hier noch eine Mine und noch eine Höhle. Zwei Höhlen. Und da ist ein Banditenjagd. Wo?
Da ist noch einer. So, alle erledigt. Ernten Lavendel. Okay, das sieht interessant aus, was hier passiert ist. Einmal schnell speichern. Toter Schürfer. So, das nehmen wir mit, das. Lichtbruchmine entdeckt. So, wir gönnen uns nochmal ein Krustenbrot. Was ist hier? Okay. Zwei Waffen. Türenohren? Habe ich jetzt irgendwie einen Effekt? Ich habe jetzt gerade keinen Effekt. Was gesättigt? Also, Lied der blauen Inseln, Kulturbonus, Segen des Wissenden. Erhöht permanent eure primären Kampffertigkeiten um 1. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte hier irgendwie auch so zu einem Wartür werden, hier durch Lykanthropie. Die sind ja von der... Ich höre hier noch ein Wartür, kann das sein? Hier haben wir noch mehr alte Pfeile. Ja, hier ist noch einer. Drei Wartüren. So. Oh. Komm, wir gehen mal auf Ausdauer. Wie viel haben wir jetzt? Wieder ein Änderungspunkt. Investieren wir dann mal. So, ich gehe ja bisher immer hier irgendwie in diese Richtung. So, ruhige Hand. Hier Doppelwirbel. Klingentanz. Verursacht. Warte mal, wenn wir. Was ist denn das oberste da? Betäubungshieb. Ein mächtiger Angriff mit einer Einhandwaffe aus dem Rückwärtslauf heraus hat eine 25%ige Chance, das Ziel zu lähmen. Ich würde mal in eine andere Richtung gehen. Hier Schildball. Und erwarte fester Stand, was macht das? Wenn ihr ausschließlich Schwerrüstung tragt, fällt es Gegnern schwerer, euch ins Taumel zu bringen. Ja, das klingt sehr wichtig. Geschiente Gliedmaßen. Tragt ihr ausschließlich Schwerrüstung, wird Sturzschaden um die Hälfte gemindert. Oh. Pfeilball. Pfeile, die ihr mit eurem Schild abfangt, verursachen fortan keinen Schaden mehr. Jo. Müssen wir auch komplett in diese Richtung gehen. Fels in der Brandung. 50% macht doch kurzfristig nahezu unverwundbar gegenüber physischen Schaden. Okay. Wieso haben wir hier nicht investiert? Was ist da standhaft? Blocken und Schwerrüstung sind 5% wirkungsvoller, wenn eure Ausdauer zur Hälfte gefüllt ist. Außerdem vergeht die Zeit langsam und sollte eure Lebensenergie unter 15%. Okay. Wir müssen auch in diese Richtung gehen. Als Verneuer bezeichnet man Tote, die nach dem Ableben als willenlose Kreaturen wieder auferstanden sind. Wählt eure Worte mit Bedacht. Entscheidungen oder Aussagen, die gegen die Weltanschauung eures Gegenüber sprechen oder gar deren Gefühle. Ach, hier. Ich höre hier noch irgendwo was. Ein Bären, glaube ich, ist das. So ein leerer Sack. Mit einer Möhre.
Toter Schürfer. Das nehmen wir mit. Das, 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 das. Wir nehmen alles mit, was der hat. Stahlhandschuhe, Hand. Ja, nehmen wir mit. Lichtbruchmine. Ach, da! Da ist er! Na, mein Kleiner? So, such deinen Weg hierhin, ja? So, auch ein Bären weniger. So, hier gibt's Krustenbrot. So, Kettenblitz, Rang 1. Groschenbeutel. So, das nehmen wir auch mit. Kann es sein, dass... Das ist die Höhle, okay. Wahrscheinlich ist das hier auch dieselbe Höhle. Aber ich würde sagen, wir gehen da in der nächsten Folge rein. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Thank you.